Ich möchte Ihnen aber doch noch mal eine Sache zeigen. Und zwar ist die Überschrift dafür Additionstheoreme. Sie müssen sich die Additionstheoreme nicht merken und Sie müssen auch nicht in der Lage sein, die in der Klausur zu beweisen. Aber ich habe mir überlegt, ich zeige Ihnen die noch mal kurz zur Erinnerung, weil wir sie erstens bei den komplexen Zahlen gleich brauchen werden und zweitens übt das auch noch mal dieses die rechtwinkligen Dreiecke sehen, was ich vorhin erwähnt habe, was wir auch immer mal wieder brauchen werden. Darum kann es vielleicht nicht schaden, sich das noch mal kurz angeschaut zu haben, wird auch nicht so lange dauern. Additionstheoreme bedeutet, man möchte sowas ausrechnen können. Sinus von Alpha plus Beta. Also die Vorstellung ist, ich kenne schon Werte, ich kenne zum Beispiel den Sinus schon an den Stellen Alpha und Beta, damit kenne ich dann ja auch den Kosinus an den Stellen, haben wir uns eben schon überlegt. Wie kann ich dann den Wert für die Summe dieser beiden Winkel ausrechnen? Besteht da irgendein Zusammenhang? Und tatsächlich besteht da ein Zusammenhang, der ist bloß halt nicht ganz so simpel. Da muss man sich halt ein bisschen überlegen, wie das sein könnte. Hier sind meine beiden Winkel, Alpha, der Winkel hier unten, und Beta, der hier oben. Und für Alpha habe ich hier ein rechtwinkliges Dreieck gemalt. Oder sagen wir es mal vorsichtig, ich habe für Alpha hier einen Radius in meinen Einheitskreis reingemalt. Das soll ein Einheitskreis sein, darum steht hier 1. Das ist wieder der Kreis mit der Länge 1. Und dann habe ich Beta sozusagen dahinter geklebt, sodass dieses ganze Ding, die beiden zusammen, den Winkel Alpha plus Beta ergibt. Das, was ich haben wollte. Ne? Und jetzt müssen wir uns mal so eine ganze Reihe von Dingen überlegen. Sie sehen, hier sind eine Reihe von rechten Winkeln drin. Ich glaube, die meisten rechten Winkel kann man sehen. Also ich habe hier dann quasi immer so das Lot gefällt und das ganze Ding ist so gebaut, dass ich jetzt hier das verschieben kann, aber die rechten Winkel ändern sich nicht. Der einzige Winkel, den man vielleicht nicht sofort sieht, der einzige rechte Winkel, den man vielleicht nicht sofort sieht, ist der hier zwischen dem roten und dem grünen Stück. Das soll auch ein rechter Winkel sein. Ne? Wenn Sie mal sehen, das ist so gebaut, dass das auch ein rechter Winkel ist. Und ansonsten habe ich hier immer Alpha und Beta. Und hier oben habe ich auch mal zwei Winkel schon mal hingeschrieben. Die sind noch so ein bisschen grau, weil sie noch ein bisschen schüchtern sind. Das ist Delta. Und das hier kann man nicht richtig sehen. Das heißt nicht Alpha, sondern das soll Alpha-Strich heißen. Das passt bloß in dieses Programm nicht so richtig rein. Den habe ich vorsichtshalber nicht Alpha genannt, weil ich Ihnen erst noch begründen will, warum das der gleiche Winkel ist. Wir werden feststellen, das ist Alpha. Aber erstmal sind wir vorsichtig und nennen ihn Alpha-Strich. Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Winkel Alpha-Strich da oben an. Ich nehme mal das Dreieck mit diesen Dreiecken, 0, P, S, dieses Dreieck hier. Und wenn Sie sich da jetzt diese Winkel anschauen, dann haben Sie hier oben das Delta, das ist der eine Winkel von dem Dreieck, und hier unten haben Sie den Winkel Alpha plus Beta, und das ist der rechte Winkel. Ja, und denken Sie dran, Winkelsumme im Dreieck, also Alpha plus Beta plus Delta ist 90 Grad. Alpha plus Beta plus Delta ist 90 Grad. Jetzt nehme ich dieses Dreieck hier, also von 0 bis A bis S. Da habe ich den Winkel Beta hier unten. Hier oben habe ich den Winkel Alpha Strich plus Delta und hier ist wieder mein rechter Winkel. Das heißt, Beta plus Delta plus Alpha Strich ist auch 90 Grad. Beta plus Delta plus Alpha Strich ist auch 90 Grad. Und jetzt sehen Sie, glaube ich, schon, hier steht Beta plus Delta hier auch, also muss Alpha gleich Alpha Strich sein. Das wollte ich ja von Anfang an haben. Darum können Sie sich jetzt auch vorstellen, der Winkel oben heißt Alpha Strich. Das heißt, ich habe jetzt da oben den Winkel nochmal reingebaut. So, und jetzt kämpfen wir uns so ganz langsam vor, so schlimm ist es aber nicht. Wenn ich mir jetzt anschaue, das Dreieck, wo ich eben schon mal war, dieses 0AS hier, also SA0, dieses Dreieck, und schaue mir dieses grüne Stück K an, ja, dann habe ich jetzt genau die Situation, die wir eben schon ein paar Mal gemalt hatten. Ich habe hier oben eine Hypotenuse der Länge 1. Das grüne Stück ist die Ankathete zum Winkel Beta. Also ist dieses grüne Stück der Kosinus von Beta. Ne? Genauso ist das Ding gebaut. Also K ist der Kosinus von Beta. Fahre ich mal hin. K ist der Kosinus von Beta. Und vielleicht machen wir an dem gleichen Dreieck das mit T auch nochmal. Dann ist T natürlich der Sinus von Beta. Ne? Aus dem gleichen Grund. Also T ist der Sinus von Beta.
Das hätten wir schon mal. Und jetzt nehmen wir uns wieder ein anderes Dreieck vor. Nehmen wir mal das Dreieck hier unten, 0AB, also 0AB. Und in diesem Dreieck möchte ich jetzt mal die Länge von R ausrechnen. R habe ich hier hingeschrieben, das ist dieses Stück hier von A nach B. Ja? Dieses Stück hier ist ja die Gegenkathete zum Winkel Alpha. Hier muss ich aber ein bisschen vorsichtiger sein, weil hier meine Hypotenuse ja nicht 1 ist. Ja? Also der Sinus von Alpha ist dieses Stück R geteilt durch die Hypotenuse, R durch K. Oder wenn ich R wissen will, dann kann ich dafür auch schreiben, R ist K mal der Sinus Alpha. R ist K mal Sinus Alpha. Und das habe ich da oben ja gerade ausgerechnet, was K ist. Das ist also, für K schreibe ich jetzt Cosinus Beta, also steht hier, R ist Sinus Alpha mal Cosinus Beta. Dann habe ich schon mal R ausgerechnet. So, und jetzt gucke ich mir noch ein Dreieck an. Und zwar gucke ich mir jetzt an das Dreieck SCA. SCA, dies hier oben. Jetzt stellt es sich als ganz praktisch heraus, dass ich weiß, dass hier oben derselbe Winkel Alpha ist. Und jetzt würde ich gern wissen, was S ist, dieses Stück hier. Dies hier ist S, also das hier. Das ist ja die Ankathete zum Winkel Alpha, ja? In Relation zur Hypotenuse T. Also der Cosinus von Alpha ist S geteilt durch T. Oder wenn ich das auflöse, kann ich sagen, S ist T mal der Cosinus Alpha. Das sehe ich aus dem Dreieck hier oben. S ist T mal Cosinus Alpha. Und zum Glück habe ich T auch schon ausgerechnet, steht hier oben, also ist das Sinus Beta mal Cosinus Alpha. Das nimmt auch langsam Gestalt an. Jetzt weiß ich schon R und S. Und warum interessieren mich überhaupt R und S? Weil in dem ganz großen Dreieck, was ich eigentlich haben will, in dem Dreieck von 0 SP, in dem Ding hier, da habe ich jetzt ja wieder die Hypotenuse 1. Das heißt, dieses Stück ganz oben von S ganz oben bis unten P ist der Sinus von dem zusammengesetzten Winkel, der mich eigentlich interessiert. Der Sinus von Alpha plus Beta ist das Stück von S bis P und das Stück von S bis P ist S plus R. Das ist das Gleiche hier. Ja? Also der Sinus von Alpha plus Beta ist R plus S und die stehen ja hier, die habe ich ja gerade eben ausgerechnet. Das ist der Sinus Alpha mal der Cosinus Beta plus der Sinus Beta mal der Cosinus Alpha. Und fertig ist das Additionstheorem. Das erste jedenfalls. Da steht jetzt, wie man den Sinus von einer Summe von zwei Winkeln ausrechnen kann, wenn man die einzelnen Werte kennt. Und da haben Sie auch gleich noch ein zweites Additionstheorem geschenkt mitbekommen. Was passiert, wenn ich hier das Plus Beta durch das Minus Beta ersetze? Mache ich doch mal einfach. Schreibe ich hier mal hin Sinus von Alpha minus Beta. Dann habe ich, hier bei Sinus Alpha ändert sich nichts, bei Cosinus steht jetzt Cosinus von minus Beta, aber weil diese Funktion ja gerade ist, ist Cosinus von minus Beta dasselbe wie Cosinus Beta, also kann ich einfach Cosinus Beta stehen lassen. Also hier vorne ändert sich gar nichts. Und hier hinten, das Alpha ändert sich nicht, steht immer noch Cosinus Alpha. Aber hier steht jetzt Sinus von Minus Beta und die Funktion ist ja punktsymmetrisch, also wird daraus Minus Sinus Beta. Also muss aus dem Plus hier ein Minus werden. Ansonsten ist das die gleiche Formel. Dann haben Sie schon mal das zweite Additionstheorem hier stehen. Wenn Sie also hier ein Minus haben, dann müssen Sie hier auch ein Minus hinschreiben. Aber sonst hat sich da nicht groß was geändert. So, und das gleiche machen wir jetzt nochmal von Cosinus, das geht jetzt fixer, weil wir die meisten Sachen schon haben. Nehmen wir mal das Dreieck 0AB, 0AB, das hier. Und jetzt beschäftigen wir uns, wir wollten uns ja mit dem Cosinus beschäftigen, aber wir fangen erstmal an, uns zu fragen, was das Stück Q ist. Das ist an der Skizze nicht ganz so gut zu sehen, darum habe ich es hier unten rangeschrieben. Mit Q meine ich das ganze Stück von 0 bis B. Das Stück hier unten ist in dem Dreieck hier die Ankathete für den Winkel Alpha, also ist der Cosinus von Alpha Q geteilt durch K, oder ich kann das jetzt wieder auf die andere Seite bringen, Q
ist K mal Cosinus Alpha. Das ist das gleiche Spielchen wie eben, nur mit anderen Dreiecken. Q ist K mal Cosinus Alpha. Zum Glück haben wir K oben schon ausgerechnet, müssen wir nicht alles nochmal machen. Kann ich für K einfach wieder Cosinus Beta schreiben. Also ist Q Cosinus Alpha mal Cosinus Beta. Und jetzt gehen wir nochmal in das Dreieck SCA. Das ist das hier oben wieder, mit unserem Winkel Alpha Strich. Da gucken wir uns dieses Stück hier unten an, das ist dieses gestrichelte hier, P, das Stück von P bis B. Das ist ja die Gegenkathete zu meinem Winkel Alpha hier oben und die Hypotenuse ist T. Also ist der Sinus von Alpha P geteilt durch T. Ja? Oder ich kann dafür jetzt wieder schreiben, P ist T mal Sinus Alpha. P ist T mal Sinus Alpha. Und wie es sich so glücklich fügt, steht T hier oben auch schon, das ist Sinus Beta. Also kann ich hierfür einfach schreiben, Sinus Alpha mal Sinus Beta. Und genau wie wir hier oben R und S ausgerechnet haben für den Sinus, haben wir hier Q und P ausgerechnet, um den Cosinus zu kriegen. Sogar im selben Dreieck wieder, in dem großen hier 0PS. Nur ist das Stück, was uns jetzt interessiert, nur das Stück hier unten von 0 bis P. Und das bekommt man, wenn man von Q, von dem langen Stück, das kurze Stück P abzieht. Dann habe ich genau das, was mich interessiert. Den Cosinus von Alpha plus Beta, weil hier oben ja wieder die Hypotenuse 1 ist. Also der Cosinus von Alpha plus Beta ist dann die lange Seite minus die kurze Seite, also Q minus P. Und damit haben wir unser zweites Additionstheorem, oder das zweite große, das sind ja immer nur die vertauschten Vorzeichen, das minus das. Wir haben also hier stehen Cosinus Alpha mal Cosinus Beta minus Sinus Alpha mal Sinus Beta. Und wenn Sie mal auf einer einsamen Insel sind und das vergessen haben, dann können Sie sich einfach diese Dreiecke wieder hinmalen und sich das wieder herleiten. Braucht man kein Wikipedia für. Additionstheorem 3. Und natürlich machen wir das gleiche wie eben auch nochmal und wir ersetzen hier spaßeshalber mal Plus durch Minus und gucken, ob sich was ändert. Alpha kann ich wieder abschreiben. Hier ändert sich wieder nichts, weil die Funktion ja achsensymmetrisch ist, also kann ich hier Cosinus Beta für schreiben. Und hier hinten ändert sich natürlich wieder was, genau wie eben, weil ich jetzt statt Sinus Beta Sinus von Minus Beta habe, das zieht das Vorzeichen raus, also wird aus dem Minus hier ein Plus. Dann habe ich Sinus Alpha Sinus Beta. Und das ist dann das letzte gewesen. Das sind die Additionstheoreme, die wir, wie gesagt, gleich noch brauchen werden, aber ist vielleicht auch nochmal ganz schön, die gesehen zu haben und wie man so mit rechtwinkligen Dreiecken rumwuseln kann.